Ich glaube, die sind ein bisschen verrückt hier in Wien, oder? Naja, was hat ja auch schon, wer hat das gesagt? Falco, die Verrückten leben in Wien. Und hier ist der Hon. In der Hon-Base, in der kleinen, gemütlichen, non-Schengen-Hon-Base, Hon Circle Lounge First Class von der Austrian in Vienna. Es geht um... Ich hole mir jetzt erstmal ein Gläschen Champagner. Träumchen. Ist ein Träumchen. Oh, guck mal, die haben wir wieder. Das heißt, das ist mein Fischteller. So muss das sein. Ich muss mal probieren. Oh, guck mal, das sind Tintenfisch, Oktopus. Hm. Und dazu haben die so kleine Scampi, also ganz toll. Hm. Macht dem Hon Freude, weil ich meine, entschuldige mal. Der Airport scheint ja Geld einzunehmen ohne Ende in Wien. Ernsthaft? Es geht um Chuck's Refund. Ich meine... Das ist das, was immer, wenn wir im Ausland unterwegs sind, also auch der Hund im Ausland unterwegs ist und will sein Geld zurückhaben, irgendwie immer nie funktioniert oder immer irgendwie Probleme ist oder eine irrsinnige Bürokratie dahinter steckt. Hier in Wien gibt es eine private Firma, die hat sich überlegt, das ist eine Geschäftsidee. Wir mieten, ich sag mal, beim Airport Flächen und dann bieten wir zusammen mit dem Zoll, also eine private Firma hat einen vom Zoll bei sich in der Firma sitzen, hier am Airport. Der ist sozusagen für die Dokumente zuständig. Der macht seinen Stempel da drauf. Und die anderen dürfen das anscheinend auch. Das sind wahrscheinlich weisungsgebundene, ausgesorste Firmen. Also so stelle ich mir das vor. Also wirklich erklären konnte mir das keiner. Und da hat man eine riesen Abteilung aufgebaut am Airport. Da gibt es, wo die überall sind. Ja, guck mal hier. Das ist schon enorm. Ja, diese roten Punkte. Da sitzen die überall. Und die haben riesig ausgebaut. Zig Schalter. Und ich war da heute und habe mir das angeguckt, weil ich gedacht habe, was geht denn da ab? Sag mal. Da hat man also diesen Tax-Refund in Österreich komplett erneuert. Man hat das organisiert, hat also da einen Platz genommen. Ich weiß gar nicht, was da vorher war. Ich glaube, ein Restaurant oder so. Komm mal, mach mal ein kleines Bild. Ich glaube, da war eine Bierkneipe oder eine Sektkneipe. Das ist also wieder erneuert, da sind ungefähr 10 Schalter
Und dann arbeiten die ihre bürokratischen Dinge ab. Das heißt, kommt ein Gast aus Amerika oder aus China oder aus Japan, Russland, Indien, der kommt dahin, gibt also seinen Zettel ab und sagt, das habe ich gekauft, so und so viel Steuer ist da enthalten und die Steuer bekommt er auf seine Kreditkarte oder auf irgendwie in der Bank, das kann er dann drin im Bereich des Non-Schengen-Bereiches hier, kann er das praktisch also abholen oder er kriegt es auf die Kreditkarte gut geschrieben. Und dann hat sozusagen, ist ja eine Win-Win-Situation. Das heißt, der Kunde bekommt im Ausland, also jetzt hier in Österreich, kann er Ware kaufen, dadurch haben die Unternehmen einen Umsatz. Diese Umsatzsteuer, die da drauf fällt, die holt sich der Chinese, also der nicht in Europa wohnt, der holt sich das Geld wieder, weil er sagt, dafür muss ich ja nicht Steuern zahlen. Warum soll ich Steuern zahlen in einer EU? Genauso gilt das ja auch für uns. Und hat bezahlt nur für die Ware. Und dann fliegt er sozusagen günstiger, der hat also die Ware günstiger gekauft, steuerfrei eingekauft und fliegt dann wieder nach Hause. So, grundsätzlich eine gute Idee, wenn man es nicht übertreibt oder wenn man es eben nicht, wie soll man das sagen, kriminell nutzt. Denn das habe ich also auch heute rausgehört. Er sagte zum Beispiel, die letzte Person, mit der ich so ein bisschen gesprochen habe, es war auch eine Frau dabei, die sagten, wir achten natürlich auch darauf, dass da kein Schindluder getrieben wird. Denn es gibt teilweise, gibt es die Möglichkeit, dass man also steuerliche Dinge dort sich gutschreiben lässt, obwohl es diese Firma gar nicht gibt. Und, eine Rechnung sich geben lassen, aber hat eigentlich gar nicht eingekauft, denn dieses Geschäft gibt es gar nicht und lässt sich die Steuer wieder zurückholen. Das checken die, ob es das überhaupt gibt. Und dadurch gehen, der hat gesagt, was mit 50 bis 70 Millionen allein in Österreich, die an Steuern verloren gehen, weil das eben so ist. Das heißt also, die sind auch ein bisschen dahinterher, dass man kontrolliert, ob es diese Firma überhaupt gibt. Ich meine, das ist schon mal eine gute Idee. Heißt also, grundsätzlich aber, und das ist das, was mir aufgefallen ist heute, ich komme dahin und da war also eine komplette Abteilung. Ich würde mal sagen, 100 Chinesen. 100, also mindestens. Über die Brücke rüber bis zu diesem Tax Refund. Dann stehen die dort in der Schlange und dann werden die dort abgefertigt. Draußen waren die also alle am Umpacken, nochmal locker 50 Chinesen, die also umgepackt haben, irgendwelche Sachen nach da, nach da, nach da, weil es irgendwie auch eine unterschiedliche Geschichte gibt zwischen der Steuer, zwischen dem im Koffer und im Handgepäck. Handgepäck wird drin gemacht und Koffer wird draußen gemacht. Das ist alles ein Irrsinn. Auch da wieder völlig krank. Könnte man, glaube ich, besser organisieren. Jetzt stehen draußen am Eingang diese ganzen Menschen, innen stehen die Menschen über die Schlange und du kommst als Gast gar nicht mehr durch. Also das heißt, im Moment muss ich sagen, lieber Airport Vienna, ihr macht es uns Kunden nicht leicht im Moment. Denn vorne müssen wir, wenn wir reinfahren, das Video solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, nämlich es gibt eine Einfahrtgebühr, wenn man länger als 10 Minuten ist in Wien, wenn man jemanden als Gast zum Flughafen fahren will. Nur weil ich jemanden abhole, also weil ich jemanden hinbringe zum Flughafen. Das Video solltet ihr euch nicht verpassen. Das hat der Hon auf jeden Fall hier auf Laufen. Das sucht ihr also Hon Abflug, was weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie ich das genannt habe. Ich schreibe das hier unten rein. Und dann, wenn man gerade angekommen ist, stehen also draußen lauter Menschen, die mit offenen Koffern da stehen und umpacken, da soll ich da drüber steigen und die sind natürlich auch irgendwie, sorry. Und dann geht vielleicht mein Flieger schon. Also ich meine, das ist im Moment wirklich ein echtes No-Go, was der Airport Wien da treibt. Ich meine, die Menschen können ja nichts dafür. Die wollen ja nur das, was ihnen zusteht, nämlich dann das, was sie zu viel bezahlt haben oder die Steuern, die sie bezahlt haben, die sie zurückkriegen, die wollen sie wieder haben. Das ist völlig klar. Aber die anderen Gäste müssen da organisiert werden. Also Airport Vienna, ihr habt reichlich Defizite, muss ich sagen. Ihr müsst mehr organisieren. So könnt ihr das nicht einfach machen. Ihr könnt nicht einfach die Leute dahin schicken. Wir müssen gucken, dass wir mit den anderen da klarkommen. Und dann ist keiner da, der das erklärt und organisiert. Also ich meine, das ist natürlich ein No-Go. So kann man mit uns Kunden nicht umgehen. Und darum bekommt der Airport Wien im Moment von mir ein echtes Doppel-No-Go. Weil so funktioniert es nicht. Und Die Situation insgesamt in diesem ganzen Bereich ist ja, dass man sagt, der Tax Refund,
den so zu organisieren, das heißt, wenn man ihn schon organisiert, dann auch noch so zu organisieren, dass er behindert. Da frage ich mich, wer hat da die Fäden gezogen? Also, ich finde, grundsätzlich ist das natürlich eine tolle Idee, aber eine Frage bleibt natürlich für mich auch, weil warum organisiert man, dass der Fremde, also in dem Sinn, der hier ja auch Steuern bezahlt, dass der seine Steuer zurückbekommt? Ich meine, wenn man das jetzt mal aus der reinen steuerlichen Gewinnseite sieht. Ich meine, Steuereinnahmen heißen ja für die Bürger in Europa auch gewisse Lebensqualitäten. Und man nimmt sozusagen ja uns Bürgern damit ja 20% in Österreich und 19% in Deutschland und dieses Geld ja wieder weg, wenn man das auch noch organisiert. Das heißt also, eine private Firma organisiert mit dem Zoll zusammen die Möglichkeit des Tax-Refunds. Ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel gerade in Hamburg, da steht ein Tax-Refund, da ist ein Zollbeamter, und wenn da eine Schlange ist und die kriegen ihr Geld nicht zurück, dann haben sie Pech gehabt. Ich weiß, das ist natürlich auch kein Kundenservice, mir völlig klar, das ist völlig logisch, aber ihr seht, es sind eben zweierlei Dinge drin, und deswegen meine Frage an euch: Wie seht ihr das? Wie habt ihr das Verhältnis, wie erlebt ihr das mit Tax-Refund selbst im Ausland? Habt ihr da Firmen, die euch unterstützen und die dafür sorgen, dass ihr euer Geld zurückbekommt? Und das seid ihr auf euch auf alleine gestellt. Und wenn ihr es nicht bekommt, ist es eben Pech. Und wie findet ihr das, dass es hier organisiert ist, sozusagen für alle Nicht-Europäer, dass die ihre Kohle rausziehen und uns das natürlich steuergeldtechnisch wiederum im Bereich der Finanzierungen von staatlichen Einrichtungen fehlt? Sind alles Dinge, die man mal beleuchtet und wo man mal sagt, jetzt frage ich der Horn euch, wie seht ihr das? Es würde mich extrem interessieren, weil mir ist es extrem aufgefallen und ich hätte gerne ein paar Meinungen von euch, damit ich da auch meine Meinung mal so ein bisschen noch verändern kann. Denn ganz ehrlich, ich finde es 50-50. Ich bin noch nicht ganz klar, wie ich das sehen soll, weil es wäre fair, wenn auch wir den Vorteil im Ausland hätten, besseren Vorteil, auch so organisiert. Und es kann nicht sein, dass also andere hierher kommen und sich den Vorteil holen und wir haben es im Ausland schwer oder schwerer. Das finde ich, wie gesagt, ein No-Go. Und dass dann auch noch jemand das unterstützt, wie der Airport Wien, der auch noch daran verdient, dass wiederum Steuern ausgeführt werden. Ich meine, das geht ja natürlich auch nicht. So, das war heute mein Thema. Tax Refund in Österreich. Ich meine, interessantes Thema. Ich glaube, ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis dahin und tschüss. Yes to the world.